Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Craft Deck 4. Mit, oh guck mal, da hinten kommt einer. Und Sinus. Hi, was geht ab? Was geht ab? Hallo Lolli, Boy. Was geht ab? Hi Lolli, hi. Hey. Wie wurde es bei mir besamt? Gib Chicken. Gib mir Chicken. Ja, geil. Ich pflanze ganz viele Blumen, weil wir sind die Blumenkrieger. Okay, cool. Okay. Gut, was haben wir heute vor? Ihr seht hier schon, hier ist ein bisschen Stone, das de Cobble. Auch bekannt als Cobblestone vielleicht. Und wir haben ja den Auftrag bekommen, auch im Livestream, wir sollen Statuen bauen. Von Revi, von Zander und von Gittim. Genau, also den drei heiligen Königen. Und wenn wir das nicht machen... Heilige drei Könige, genau, haben eine Waffe, wenn du mich fragst, aber... Eigentlich schon. Eigentlich ein bisschen. Ich baue dir immer wieder ab, wenn du warum? Die hinbaust. Warum? Ich pflanze hier schön Weg. Das ist hässlich. Auf jeden Fall haben die uns gedroht, wenn wir die nicht bauen, sprengen die unsere Häuser. Genau. Und ihr seht schon, Revi kontrolliert das Ganze ja auch schon. Also von dem her, der meint das schon ernst, ne? Ja, eigentlich wollen wir ja nicht so in die Machenschaft mit reingezogen werden. Aber wenn die sagen, die sprengen unsere Häuser, haben wir nicht so viel Wahl, meine Freunde. Genau. So. Also wir müssen das quasi machen. Und wir haben uns schon ein bisschen überlegt, dass das Ganze auch ein bisschen schön aussieht, dass wir das ein bisschen cool bauen. Das, wieso magst du die nicht? Und dann baust du das hässlich, eselig. Nein. Also wir haben echt vor, die eigentlich cool zu bauen. Ja. Und ich denke, die werden auch ganz schön dann aussehen. Also es werden komplette Statuen, nicht nur Köpfe. Das ist wirklich wichtig, auch noch zu erwähnen. Ja. Und könnte Early aufhören, hier die ganze Zeit rumzurennen. Nee. Schlawiner. Die werden ungefähr 9 breit sein, deswegen haben wir die hier mal hingestellt. Die werden eher in die Breite gehen, die Statuen. Genau. Wir haben da gerade noch ein bisschen so gegoogelt, wie könnte man das bauen und so weiter und so fort. Haben dann so ein paar Sachen gefunden und wir wollen so einen Mischmasch ausprobieren. Genau. Weil wir auch dann selber ein bisschen rumprobiert haben und wir fanden ein paar Ideen ganz geil. Sinus hat eine richtig geile Idee mit Schildern und so. Und ja. Genau. Also, was wir noch sagen können, das wird stone-lastig. Also, alles eigentlich so Granit, Diorite oder wie spricht man das aus? Diorite. Andererseits Cobblestone und so weiter. Also, das werden die Hauptbaustoffe sein. Genau. Weil, das kann man ja auch sagen, wir haben nämlich Angst. Und ich glaube, Sinus, diese Angst ist sehr berechtigt. Dass die irgendwas hier von wieder kaputt machen werden. Auf jeden weil Fall. Wir bauen die Statue ja für Revi und Revi sprengt ganz gerne mal alles weg und bei Revi wird auch gerne gesprengt. Deswegen glauben wir auch, wenn wir die Sachen jetzt bauen, wird die von irgendwem irgendwann wieder weggesprengt. Ja. Und deswegen wollen wir nicht unsere wertvollen Ressourcen dafür verschwenden. Ja, ist eigentlich echt so, ne? Das ist wirklich so, ja. Nö, können die schon selber Ressourcen farmen, wenn die was bauen wollen. Schön nicht. Das stimmt. Und aber das Ganze cool. Werden wir jetzt bauen. Und ich glaube, wir nutzen dazu wieder mal unsere super geilen Drohnen. Und ich würde sagen, let's go, oder? Ich würde sagen, lass die Drohne fliegen. Auf jeden Fall. Komm, zack. Wir haben die erste Statue gebaut. Und das ist Zander. Er hat auch einen Dreizack bekommen. Ja. Weil er der König des Wassers ist, denke ich mal. Wir müssen ganz klar sagen, Meeres. Das sind die schönsten Statuen, die wir jemals gebaut haben. Man sieht es auf den ersten Blick. Nee, das bravourös. Aber Leute, wir bauen die Statue ja für drei Könige. Ja. Und ich finde, die entsprechen denen ganz gut. Ja. Wenn ihr das versteht, ne? Zwinker, Zwinker, so.
Ja, jetzt müssten wir noch Revi bauen und Gamers Time. Genau, Revi kommt und hier. Die werden wir genauso hübsch Gamers bauen. Also werden uns richtig und Mühe geben. Also richtig Mühe. Also richtig krass Mühe. Weil wir wissen also, ja auch, die Mühe lohnt sich und die Mühe wird nicht in die Luft gesprengt. Deswegen geben wir uns so viel Mühe, wie es geht. Ja, Na, also wir werden uns richtig Mühe geben. Genau, wir haben auch schon ganz viel gefarmt dafür. Extra hierfür haben wir gefarmt. Genau. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir hängen nochmal eine Timelapse ran und bauen die zwei Statuen. In einer Timelapse zwei Statuen. Zilots! Das wird ja, der helle Wahnsinn! Das ist ja der helle Wahnsinn, ist das doch! Der helle Wahnsinn! Hä, wieso kannst du mich überhaupt sehen, Sinus? Wieso nicht? Ja, dein Helm verdeckt immer noch dein Auge. Ja, das ist Zyklopen. Jetzt an dieser Stelle mal Minecraft. Ja, wenn du zuhörst gerade, Minecraft. Sag mal, sei mal netter zu Zyklopen. So, wollte ich auch mal gesagt haben. Danke, danke. Okay, bitte. Leute, ich würde sagen, wir legen los. Ja. Wir haben die Statuen fertig. Ja, genau. Und eigentlich, wenn ich jemanden trollen würde, dann würde ich, die dem wahrscheinlich auch so hinbauen. Wollen wir uns zumindest mal angucken. Okay. Voll blöd, dass wir da ein Geheimnis draus machen. Die Leute haben das doch eben in der Timelapse gesehen. Ja, eigentlich schon. Hier sind die. Ja, das sind die Statuen. Genau, die drei Könige. Genau. Zander, Revi und Kevin. Genau. E-Time. Genau. Ja. Also ich finde, die sind echt nicht schlecht geworden eigentlich. Also der in der Mitte ist nicht schlecht und ich finde den Schild und das Schwert echt auch gar nicht so schlecht. Zander haben wir ein bisschen verkackt, das muss ich schon zugeben. Aber also wir können ja auch vielleicht sagen, wir wollten ursprünglich so ein bisschen Hälfte coole Statuen, Hälfte wir trollen die, weil die gesagt haben, genau, wir müssen Statuen bauen. Deswegen wollten wir die absichtlich so ein bisschen verkrüppelt bauen. Aber irgendwie finde ich die gar nicht so schlecht. Ja, das ist so. Ich bin echt gespannt. Schreibt mal euer Feedback auf jeden Fall in die Kommentare. Ja, also man könnte es definitiv aufwendiger bauen. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich sag mal so, wir haben trotzdem jetzt, ich würde sagen, fast 2 Stunden daran gesessen. Ja, mit noch ein bisschen Quatschen und so, ne? Ja, also, genau. Wir haben zwischendurch noch ein bisschen gelabert. Aber es ist trotzdem sehr aufwendig, in Minecraft Statuen zu bauen. Aber wir haben auch noch ein bisschen zusammen gelabert und wir wollen auf jeden Fall nochmal eine richtige Statue dann bauen in der Stadtmitte. Also eine richtig geile Statue, wo ihr auch mal wirklich seht, dass wir was richtig nice machen können. Das hier, wie gesagt, ich finde die wirklich nicht so schlecht. Und wir haben die auch versucht, nur aus Stein zu bauen, bis halt das aufs Schild und die Kronen. Weil es sollen ja auch so richtige Statuen sein. Die sind ja auch meistens so aus Stein oder sowas. Oder Bronze, aber Bronze haben wir in Minecraft ja leider nicht. Ja, und Eisen und so wollte ich jetzt nicht unbedingt verbauen, weil man weiß ja nie, wie lange die hier stehen bleiben. Stimmt, Sinus. Also das ist, ja. Hast du eigentlich gesehen, es kommen bald Eisen-Nuggets in Minecraft? Als ob. Ja, doch. Und es gibt bald Raketen, also du kannst ja Feuerwerke bauen, ne? Und wenn du Feuerwerke ohne Explosionsstern machst, kannst du, wenn du in Elytra fliegst, damit als, die als Boost benutzen.
Okay, cool. Und quasi unendlich fliegen. In der 1.11.1. Ja. Echt? Und quasi unendlich fliegen. Noch ja, dazu? Kommt, ja, das kommt noch dazu. Ah, das werden wir in Craft Attack 4 noch erleben? Ja, so wie ein Düsenantrieb kannst du dann. Nice. Das ist ja mega heftig. Ich freue mich schon das drauf. Das ist richtig, richtig geil gemacht. Ich freue mich auch mega darauf, wenn wir dann Elytra haben, dann... Ja, ich würde einfach, ey, das ist mega cool. Dann kann man auch gut die neuen Dungeons dann suchen. Können wir sonst nochmal zusammen machen und eins dann raiden, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay. Ich würde sagen aber, das wäre es an der Stelle gewesen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzugucken, wie wir diese drei Statuen gebaut haben. Checkt auf jeden Fall den lieben Klim aus. Hallo. Und wenn euch die Folge hier gefallen hat, dann droppt auf jeden Fall ein Like. Und bis morgen, Leute. Haut rein. Tschüss. Tschüss, Leute.